Hallo, meine lieben Freunde. Ja, so ist es, der Ober entspannt und relaxt. Wir haben Feiertag. Feiertag? 1. Mai war doch erst. Ja, die Dominikaner haben verschoben auf Montag. So, also ist Montag ein Feiertag. Was macht man da? Man geht zum Strand. Könnte man tun, wenn da nicht die berühmte Ausgangssperre wäre, die natürlich untersagt, dass man raus kann. Ja, aber wen scherzt? Die Dominikaner sind ja ein sehr lustiges Volk, das habt ihr ja in meinen letzten Videos schon gesehen. Und denen ist es vollkommen egal, mit Ausgangssperre oder ohne. Die waren also fleißig jetzt am Wochenende unterwegs Richtung Strände, Richtung Freiheit. Und es gab also kilometerlange Staus aus Santo Domingo raus, Richtung Meer, Richtung Süden, Richtung Norden. Also die wollten irgendwo hin, durften aber dann nicht. Und das Ganze wurde dann in irgendeiner Form ja, abgesperrt. Und so sind also ellenlange Staus im Grunde genommen entstanden. Also ihr seht, es wird so langsam richtig lustig hier im Land. Also man nimmt das alles jetzt nicht mehr ganz so ernst, wo ja auch gerade diese 5-Phasen-Öffnungsperiode ja beginnen soll, eigentlich ab dem 17. Mai, wenn unsere offizielle Ausgangssperre dann beendet ist. Und man erwartet im Grunde genommen bis irgendwann Mitte August wieder eine Normalität in der Dominikanischen Republik. Normalität ist ein großes Wort, denn man muss natürlich schauen, wie sieht das aus mit der Welt generell. Das Auswärtige Amt, ob das dann immer noch Reisewarnungen rausgibt oder nicht. Und wenn natürlich da das Okay kommt, dann wird natürlich wieder ein bisschen was passieren hier im Land. Ab Juni, Juli werden die Hotels wieder öffnen, bedingt. Und dann warten wir mal und schauen dann mal, was passiert. Meine Freunde in Costa Rica, die haben sich schon gefreut, die haben gepostet heute. Sie können also wieder raus, sie können sich bewegen. Tourismus kommt natürlich keiner, aber gut, toll. Aber sie können jetzt, die betreiben auch eine Tauchschule, sie können jetzt zumindest tauchen gehen. Was natürlich auch eine geile Abwechslung ist. Das würde ich also auch dann natürlich gerne machen, wenn das hier dann offen wäre. Da würde ich natürlich auch wieder meine Höhlen betauchen oder ins Meer mal schauen, wie es ist und ein paar Videos drehen. Das wäre natürlich so ein Wunschgedanke. Aber nichtsdestotrotz, ihr seht, wenn man den weg kann, dann holt man sich den Strand im Grunde genommen ins Haus. Es gibt ja heute die tollsten Techniken mit diesem Greenscreen, Bluescreen. Ich habe kein Greenscreen, ich habe das also hier, ohne Witz, mit zwei blauen Handtüchern im Hintergrund. Also von daher ist das nicht absolut perfekt. Aber das wird meine nächste Anschaffung sein, mir also dann irgendwann mal so ein Greenscreen in irgendeiner Form zu besorgen, so dass ich da ein bisschen mehr was machen kann, solange ich jetzt nicht rauskomme. Ja, ist ja so. Wir haben die tollsten Strände vor der Tür, das seht ihr im Hintergrund. Aber was will man machen, wenn man da nicht hin kann? Also holt man sie sich ins Haus. So. Ansonsten ist es, wie gesagt, das Wochenende bis jetzt ruhig. Meine Wasserpumpe brummt immer noch, das hört ihr fleißig. Kirche war keine mehr unterwegs, ja. Und bei dem Video hatte ich auch einen Hater. Ja, gut, es geht um Religion, es geht um Politik und schon ist man da natürlich in einigen Sachen anderer Meinung. Ist auch absolut gut, ist auch absolut korrekt. Ja, man kann nicht immer nur positive Dinge haben, sondern man muss auch mal Kritiken einstecken können. Und wer das nicht kann, der sollte generell ja eh die Finger weglassen von YouTube oder sonstigen sozialen Netzwerken. So ist das. So. Gut, es gibt also jetzt nichts Neues außer unserem Feiertag. Also Montag ist hier offizieller Feiertag, wobei wir haben jeden Tag Feiertag, also es passiert ja nichts großartig. Also hätte man diesen Tag nicht verschieben brauchen oder müssen. Aber die Dominikaner, habt ihr auch schon mal gehört, in meinen Geschichten sind ja Spezialisten. Also wir haben alle Feiertage, die es gibt auf dieser Erde, wie zum Beispiel der 1. Mai. So, wir haben alle Feiertage, die es gibt in Amerika. Wir haben unsere generellen Feiertage mit sehr vielen Unabhängigkeitstagen
und Feiertage aus Deutschland, Feiertage aus Spanien. Also das Land besteht aus Feiertagen. Und sollte irgendwo einer fehlen, dann wird einer gemacht, ja? Jetzt fangt ihr an zu lachen, ich weiß, denn es gibt hier den Tag der Sekretärin, es gibt hier den Tag der Lehrer und wenn irgendeiner fehlt, wird neuer kreiert. Also das ist schon das Geile an diesem Land. Also das verstehen Sie, wie man Feiertage dann macht und die auch so legt, dass es passt. Also der 1. Mai war ja am Freitag. Das hätte ja auch eigentlich genügt für ein langes Wochenende. Aber nein, er wird nichtsdestotrotz verschoben auf den Montag. Er wird das Wochenende halt noch länger. Und offiziell Montag ist dann auch alles zu. Also da braucht ihr dann auch nicht in den Supermarkt gehen wollen oder irgendwas machen. Geschlossen. Ja, so ist das. So ist das in unserem wunderbaren Land. Und ansonsten keine neuen Nachrichten. Und das war's wieder mal für heute. Und ich werde jetzt noch so ein bisschen relaxen am Strand. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und mir einen schönen Feiertag. Bis demnächst. Tschüss, euer Uwe.